Soll man aktuell eigentlich tatsächlich noch auf den DAX gucken? Das ist so die Frage. Er ist ja so langweilig aktuell. Das mag mehrere Gründe haben. Wir haben es ja vereinzelt gehört. Das liegt sicherlich auch daran, dass die EZB jetzt ihrerseits ja auch schon anfängt, das Easy Money sozusagen in Frage zu stellen. Man doch ein bisschen mehr Sorge hat, vielleicht was Inflation angeht. Das ist vielleicht ein Punkt. Ich weiß es nicht, ob es richtig ist, aber ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Anleger ist die jetzt etwas unsichere Situation. Das ist jetzt der DAX 30. Morgen kriegen wir am morgigen Freitag vermeldet, was der DAX 40 sein wird. Dann ist noch die Umstellungsphase bis zum DAX 40. Wie ist denn das Ganze? Kann man da jetzt wirklich rein investieren in die Geschichte oder müssen wir nicht aufgrund von Umschichtung damit rechnen, dass es hier heftige Bewegungen gibt? Was müssen denn die großen Fondsgesellschaften machen? Sie müssen erstmal für Liquidität sorgen, indem sie einen Teil ihrer bestehenden DAX 30 reduzieren, damit sie mit dem dann frei gewordenen Geld wieder DAX 40, also die 10 Nachrücker, nachkaufen können. Das heißt, für all die Titel, die jetzt im DAX schon drin sind, ist das sicherlich jetzt noch nicht so richtig der Bonus, wenn es da zu einer Umschichtung kommt. Das betrifft natürlich die Fonds, das betrifft die ETFs, wenn es dann Exchange-Traded ist, das mag bestimmte Zertifikate betreffen, das mag die Strategie verschiedener Versicherer oder Family Offices betreffen, die sagen, nee, wir wollen mit einem Teil unseres Geldes tatsächlich den DAX 1 zu 1 nachbilden. Und für die alle gilt das, und da spielt das gar keine Rolle, ob der Preis jetzt hoch oder niedrig ist. Sie müssen sich umschichten und werden das auf Teufel komm raus eben auch tun. Und das ist eben so ein Sondereffekt im Markt. Ich weiß nicht, dazu fehlt mir die Expertise. So viele Umstellungen habe ich noch nicht mitgekriegt, dass ich da sagen kann, aus den letzten 100 Umstellungen dieser Art kann man rauslernen, so und so ist es. Aber es wären wenigstens plausible Gründe, warum der Markt unübersichtlich in der nächsten Zeit ist, der DAX sicherlich nicht unbedingt der Burner-Markt ist und die Marktteilnehmer eher auf der Warteposition sind. Das insbesondere, weil die anderen Märkte, wie zum Beispiel der Dow Jones, ja durchaus gar nicht so schlecht dastehen, wenn auch der Dow Jones der schlechteste sozusagen ist unter den amerikanischen Indizes. Ist das wirklich so? Aktuell sieht es hier zumindest mal seit heute Nacht so aus, als ob der Markt nichts anderes als nach oben kennt. Also Dow Jones stark nach oben. Das lässt ja fast schon vermuten, dass Nasdaq und S&P eher nicht auf dem Weg nach oben unterwegs sind. Gucken wir mal schnell rüber. Doch, im Wesentlichen auch. Also da ist das Bild zumindest beim S&P erstmal gleich. Und wenn man den hinteren Schwung mal wegnimmt, dann ist es auch beim Nasdaq so gewesen. Also gar nicht so schlechte Voraussetzungen bei diesen Titeln. Ich habe hier bewusst eine Zeichnung von gestern noch drin gelassen, die ich hier mal reingezeichnet habe. Ihr wisst, irgendwann kommt sowas. Solche scharfen Rücksetzer lassen das natürlich stark vermuten. Allerdings ist das an sich natürlich auch noch kein echter Hinweis, denn machen wir uns nichts vor. Solange der Markt in irgendeiner Form auch noch so ein Muster macht beispielsweise, also selbst wenn er hier noch ein bisschen tiefer käme, wäre das seinerseits ja korrektiv und dann, wenn der Kurs das nach oben bricht, dann eben die Fortsetzung nach oben nochmal. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt. Denkt daran, lasst euch das bestätigen. Und so Brüche aus so alten Hochmarken, wo auch immer sie dann stattfinden, die sind nicht ganz unrelevant, denn die zeigen an, ob die Marktteilnehmer sagen, ach komm, jetzt erst recht, jetzt haue ich da mal richtig rein in den Markt und unterstütze das mit weiteren Käufen. Also das ist wichtig, nicht alleine die Form, sondern die Form mit Bestätigung ist das Ganze, was das Ganze entscheidend macht. Für den Nasdaq aber nach wie vor jetzt eine spannende Situation innerhalb dieser Range. Die ist jetzt nicht eine betonfeste Mauer, wo er nicht durch kann, um Himmels Willen. Aber das ist eine typische Zone, wo viele Leute ins Grübeln kommen und nachdenken. Und deshalb ist es interessant, ob an dieser Stelle jetzt das Nachdenken dazu führt, jetzt erst recht, jetzt kaufen wir oder machen wir doch erstmal Pause und wie wird die aussehen? Also ist die sehr schnell oder eben sehr langsam? Das bietet sich an diesen Clustermarken eben an. Also wie gesagt, das ist keine Garantie für eine Umkehr, sondern das ist eher ein Hinweis auf viele nachdenkende und grübelnde Gesichter, hätte ich fast gesagt, oder Köpfe, die jetzt eben nachdenken, ob sie da aktiv werden sollen oder nicht. Wir wissen, wir haben morgen die Arbeitsmarktdaten, das mag auch noch eine Rolle spielen. Die Arbeitsmarktdaten per se sind schon spannend, weil wir wissen, dass die US-amerikanische Börse da durchaus stark darauf reagiert. Jetzt haben wir den engeren Zusammenhang nochmal mit der Fed, die ja mit Maximum Employment, also maximaler Beschäftigung, so die Aussage von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank, in Verbindung gebracht wird das Ganze. Das wird dann auf jeden Fall morgen wichtiges Highlight, 14:30. Wir hatten heute sogar schon ein Highlight am Nachmittag, was das angeht, die Initial Jobless Claims, die sind schwächer ausgefallen, also weniger
Neue Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, also eine Entspannung am Arbeitsmarkt. Klingt ja erstmal super, ja, nicht mehr so schlimm. Das bedeutet, mehr Leute sind in Jobs oder beziehungsweise fühlen sich nicht außerhalb von Jobs. Das darf man nicht vergleichen. Ein Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe ist ja nicht unbedingt die Arbeitslosenquote, sondern wie viele Leute sind jetzt neu mit dabei, beziehungsweise kann man natürlich auch noch gucken, die Continuing, also wie viele sind weiterhin mit dabei. Auch diese Zahl ist aber rücklaufend hier. Ihr seht das da oben, 2,7 Millionen ungefähr. Das ist einigermaßen überschaubar. Die Arbeitsmarktdaten morgen werden dann eben mehr bringen, ob daraufhin vielleicht die Fed sagt, boah, das sieht doch nach einer Entspannung aus. Vielleicht nicht Tapering 2035, sondern vielleicht schon deutlich früher. Und das wird dann auf die Börse sicherlich erstmal, würde ein Schock dann tatsächlich bedeuten. Ob wir das morgen Nachmittag schon rausklamüsern können, werden wir dann sehen. Aber wenn es zumindest mal dezent nach unten geht, in diesen Größenordnungen, ich habe sie jetzt schon mehrmals erwähnt, ihr seht sie hier. Ich will es nicht dauernd nochmal vorlesen, ihr seid ja dann auch gelangweilt irgendwann, verständlicherweise. Aber solange das passiert, alles safe, nur senkrecht runter und je weiter, desto doofer und je schneller, desto doofer. Nicht jetzt auf der kleinen Ebene, das sollte uns nicht verrückt machen, das sind dann so kleine Geschichten. Aber wenn es so unter vorherige Tiefs, das ist häufig dann sowas, wieso? Und wenn es dann auch noch steil runter ist, dann ist das ein eher schlechtes Zeichen. Wir haben bei Crude Oil, das wollen wir nochmal eben ins Spiel bringen, wir haben drüber gesprochen, Schub nach oben, wackelig nach unten. Ich habe jetzt blöderweise hier die Zeichnung raus und ihr erinnert euch allerdings sicherlich, dass das eigentlich genau dieses typische Verfahren ist. Der Rücksetzer ist leicht zu kurz, wenn ich das richtig hier sehe. Wir sind 38er Marke ist hier, aber man sieht schon, das ist deutlich in diese Richtung und es ist ganz klar wackelig, dieses ABC. Eigentlich wäre jetzt meine Erwartung tatsächlich, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht gesagt haben, ich warte noch mal, eigentlich ist die Erwartungshaltung, dass der Kurs jetzt als nächstes noch mal bis hier hoch geht, also realistische Chance vielleicht so Richtung 75 sogar zu gehen, 74, 90, 80, irgendwie sowas in der Ecke. Wäre nicht untypisch als Bewegungsausmaß, behalten wir das mal im Auge. Wer das jetzt verpasst hat, der sollte aus meiner Sicht jetzt nicht zu diesem Preisniveau reingehen, weil das verändert die Chance-Risikorelation doof. Aber wenn der nächste Rücksetzer eben kommt, dann kann man sagen, ah, wir kommen noch mal in die Nähe unseres Einstieges beispielsweise. Insbesondere, und das wäre mir wichtig, wenn der korrektiv ist. Das kann man dann auch wiederum auch für einen eigenständigen Trade nutzen, so wie man das hier dann im 15-Minuten-Chart dann entsprechend sieht und sagt, okay, man nimmt halt dann solche Einstiege. Das geht dann natürlich auch im größeren Ausmaße. Ich mache jetzt mal hier so ein bisschen was. Wir haben den 5-Weller hoch, dann eine etwas größere Korrektur. Dann hat man ja hier ebenfalls wieder den Einstieg. Also wir hatten hier gestern drüber gesprochen. Das wäre hier quasi das Gleiche in klein nochmal. Abschließend vielleicht noch ein Blick auf Silber, denn Silber haben wir heute als sozusagen Trade des Tages. Man kann ihn ja lesen hier auf finanzmarktwelt.de. Man kann ihn sehen bei Born for Trading, da habe ich ihn rumgeschickt als Idee. Das ist allerdings Gold erstmal, da will ich gar nicht jetzt so sehr drauf eingehen. Silber hat eigentlich hier eine ganz hübsche Aufwärtsstaffel hingelegt. Ihr seht das. Schub nach oben hatten wir mal hier vorne, Schub, wackelig runter, Schub, wackelig runter, Schub, wackelig runter, Schub. Und jetzt allerdings doch deutlicher nach unten. Da muss man jetzt mal gucken, was man bekommt. Solange dieses Muster bestehen bleibt, ist alles safe. Aber jetzt steht es in der Gefahr, dass genau dieses Verhaltensmuster nicht mehr besteht. Deshalb müsst ihr da ein bisschen ein Auge drauf werfen. Wir haben heute deshalb zwei Trade-Richtungen vorgeschlagen, nämlich die eine, die doch nochmal in die Verlängerung geht, nach oben, oder die andere, die nach unten geht. Beides geht nämlich tatsächlich. Schaut euch das gerne mal an. Wie gesagt, entweder im Trade des Tages oder dann eben im Born for Trading, wo ihr dann die Sachen ja auch auf Smartphone dann geschickt bekommt mit unseren ganz konkreten Handelsmarken. Spannend also, was bei Silber vorläufig jetzt los ist oder ob sich diese bullische Idee, die sich hier ja verborgen hat dahinter, vielleicht doch nicht ergibt. Wir werden es sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.